Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen mal wieder Star Wars Battlefront und zwar den Modus Transport auf den Sorosub Pipelines. Auf geht's direkt. Wir sind das Imperium. Und ich hoffe, ich habe jetzt die richtigen Star Cards. Ne, habe ich leider nicht. Kann ich die noch ändern? Ich glaube erst, wenn ich sterbe. Aber das ist, wenn ich Neustart drücke? Ja, doch hier. Ah, sehr schön. So. Ja, Start bitte. Dankeschön. Und auf geht's in die Schlacht. Hier nochmal die Fist für euch. Boom. Also Transport kennen wir ja. Einfach die Rebellen hier aufhalten, das Ding zu eskortieren. Und ich hoffe doch mal, das klappt jetzt hier ein Stück. Ja, das war gar nichts, der Versuch. Und man sieht schon, ich spiele hier gerade mit Explosive Shot. Das ist natürlich ein sehr offensives Bild. Den immer schön anhauen. Stoppt der schon? Oder muss ich noch drücken? Ne, ich muss noch drücken. Alles klar. Da ist mir das Ding gestoppt. Also ein sehr offensives Bild, was ich hier gerade spiele. Und ich hoffe, ich kriege viele, viele Kills damit. Denn ich versuche gerade nochmal einen Huttenauftrag freizuschalten. Und dafür muss ich meine Merkmale hier auf Stufe 3 bringen. Jetzt habe ich gerade meinen auf Stufe 2. Und wenn ich den immer wieder auf Stufe 3 bringe, ich muss insgesamt 5 Mal schaffen, kriege ich ein neues Ding. Und das ist Berserkerwut. Ja, ich wollte hier eigentlich um die Ecke kommen. Berserkerwut, oder wie heißt es? Nee, das hieß anders. Mandalorianischer Berserker, irgendwie sowas. Berserkerwut, das hört sich an wie eine WoW-Fähigkeit oder so. Aber okay. Also Mandalorianischer Krieger, irgendwie sowas heißt es. Und das würde ich ganz gerne freischalten. Und daher mein Versuch hier, möglichst jetzt hier auf Stufe 3 der Merkmale zu kommen. Das kriegt man halt, indem man Killstreaks macht. Also Killserien macht. Ja, den habe ich nicht gekriegt. Aber hier oben wollte ich eigentlich auch das Power-Up kriegen. Oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Gleich mal den Doppelsprung hier rausgehauen. Wow, irgendwie bin ich da entkommen. Da ist Prinzessin Leia, hat man kurz gesehen. Die habe ich angesniped. Wie gesagt, ich versuche das Merkmal auf Stufe 3 zu kriegen. Das sieht man ja unten links über der Map. Deswegen eventuell jetzt hier mal gerade der Versuch eher ein bisschen auf Kills zu spielen. Da hinten ist die gute Leia immer noch. Warten wir hier erstmal ein bisschen ab und gucken, dass wir hier eventuell einen erst snipen können oder so. Ich sehe allerdings gerade keinen. Da war einer. Na, da habe ich versucht, den No-Scope zu machen. Hat nicht geklappt. So viel kann man sagen. Spoiler Alert. Der No-Scope hat nicht geklappt. Scheiße. Wo ist denn der jetzt hingejumpt? Oh, das war der Kill. Merkmal auf Stufe 3. Nice. Kills setzen Überhitzung zurück. Ich weiß gerade gar nicht, wie das bei... Mich sieht hier gerade keiner. Kann ich das deaktivieren? Na, ich versuche lieber Leia zu schaden. Hat gut geklappt. 35% also noch. Muss eher wieder das Merkmal wieder von neu anfangen. Deswegen ist es gar nicht so schlimm, da mal zu sterben. Na komm, den wollte ich wenigstens haben. Schade. Hab extra den oben ignoriert, dann als ich gemerkt habe, wo ich überhaupt hingelaufen bin und was für eine Misere ich war. Aber gut, aber gut, aber gut. Alles noch drinne hier. Ich muss ja auch nur 5 Mal insgesamt schaffen, nicht irgendwie abhängig voneinander sonst nochmal. Einmal habe ich schon davor gehabt, bevor ich dieses Spiel gestartet habe. Das heißt, ich habe jetzt 2 Mal insgesamt diesen Shit schon geschafft. Und da ist wieder Leia. Ah, shit, ich wollte gerade wegspringen. Oder macht sie die Rolle? Gut, wo ist mein Kollege hier? Der hat ja auch eine geile Position. Muss man ihm mal lassen. Bumm, das war's mit der guten Leia. Ach, da ist meine Waffe überhitzt. Schade. War ich ein bisschen zu aggressiv, aber immerhin ganz gut. Den Helden schon mal getötet und alles. Das Ding stoppt wohl. Oder ist gestoppt? Ich glaube. Es kam hier heute ein neuer Patch raus. Der hat wohl so ein paar Anzeigedinger hier gemacht. Ne, wir müssen es stoppen wohl. Also so ein paar neue Anzeigeelemente hier am Start und so. Halten die das an? Jawohl. Gute Arbeit. Sehe ich doch auch so. Ja. Spitzenspielerserie. Da ist einer. Scheiße. Gut, hat trotzdem nicht gut getroffen. Hab schon gedacht, das war's mit mir, aber das war's nicht. Nee, 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 so läuft das hier nicht, meine Freunde. Gut, den holen wir uns auch hier mit dem Explosive Shot schnell.
Explosive Shot halt, man sieht's, macht den Schaden sehr stark nochmal. Und gucken wir mal, ob wir hier nicht irgendwo einen erkennen können. Der mich nicht? Tatsächlich nicht. Gut, wir haben noch 6 Sekunden, das heißt, wir müssen offensiv gehen. Keine andere Möglichkeit, hier irgendwie noch Kills zu kriegen. Aber auch so nicht, leider. Na gut, trotzdem, Sieg. Super schnelle Runde. Ich würde sagen, da schneide ich einfach noch was dahinter. Also bis gleich, wir sehen uns. So, und da sind wir wieder im Game. Und zwar war jetzt der Seitenwechsel. Das heißt, wir spielen jetzt hier die Imperiums, sage ich schon wieder mal. Die Rebellen spielen wir jetzt. Hier sehen wir meinen Partner. Meine Partnerin, besser gesagt. Und ich kann ja auch mal gerade mich zeigen. Ich bin hier der coole Rodianer. Boom. Also auf geht's. Wir müssen das Ding starten. Dürfte allzu schwer, dürfte es nicht sein am Anfang zumindest. Und ich spiele wieder auf dieses Berserker-Ding. Ich sag immer Berserker, mandalorianische Stärke oder wie es auch immer heißt. Und holen wir uns hier erstmal gerade das Power-Up, was hier oben liegt. Da kann man ordentlich... Na, was hat mich denn da getroffen? War ich das selber, wenn ich hier gegenschieße? Mit dem Dings? Gut, irgendwer von uns ist Prinzessin Leia geworden. Auch gut, auch gut. Ich habe so ein Reset-Ding bekommen hier als Power-Up. Gefällt mir eigentlich nicht so toll. Aber kann man ja auch mal ganz gut gebrauchen eventuell. So, wechseln wir hier schon mal. Nee. Laden wir hier schon mal das Ding auf, meinte ich eigentlich. Da war einer. Ich habe ihn doch genau gesehen. Scheiße, nicht getroffen. Mal reingejumpt. Allerdings zu spät. Da kommt irgendwo einer in der Richtung. Könnte natürlich auch oben drauf sein. Ich spiele jetzt sehr vorsichtig, wie man schon merkt. Na, der Kill-Assist ist immer in meiner. Unser Wagen fährt immer noch, das gefällt mir sehr gut. So, das ist mein Kill. Das ist ja echt blöd, wenn die vor mich laufen, kriege ich echt Schaden von mir selbst. Also hat man gerade gemerkt, dass ich mich da selbst gedamaged habe. Ach, das war wieder mal ein super Versuch. Egal, ich habe ja noch mein Reset-Ding. Ja, wollen wir uns das Power-Up hier mal holen. Ach du Scheiße, mein Gott, ey. Da kann man tatsächlich in der Luft so ein bisschen gegenlenken. Bei dem Sprungpack habe ich jetzt ein bisschen übertrieben und bin deshalb runtergefallen. Alles nicht so schlimm, unser Ding bewegt sich ja immer noch. Und hier liegt auch ein Power-Up irgendwo rum. Das kriege ich so nicht. So, und ich würde ganz gerne mal hier irgendwo noch Kills kriegen. Hier sollen irgendwo Gegner sein. Da ist einer. Das geht super fix mit dem Explosive Shot. Könnten sie ein bisschen nerven, meiner Meinung nach auch. Ist mir schon des Häufigeren mal aufgefallen, dass das sehr stark ist. Und jetzt hier gerade weg. Natürlich ist das Schild auch richtig nice. Das Personal Shield. Komm, ich muss auch mal treffen, ey. Mein Gott, ey. Zum Glück hat der Typ so gefailt. Also so viel mehr als ich. Mein Merkmal ist auf Stufe 2. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Kills. Ich weiß gar nicht genau, wie viel das ist. Vielleicht hat ja mal einer mitgezählt von euch und hat eine Ahnung, wie oft man hier irgendwen töten muss oder so. Sehen tue ich gerade keinen Gegner. Da muss irgendwo einer sein, aber wirklich... Der macht auch die Rolle gerade. Boah, der hat mich schnell weggeholt. Scheiße. Der hat das Berserker-Merkmal. Seht ihr da unten? Berserker ist es tatsächlich. Na gut, wieder von vorne. Hätte ich mich nicht in den Nahkampf trauen sollen mit ihm. Das war ein bisschen dämlich gegen eine Blasterpistole, aber was soll man machen? Man muss ja auch mal was wagen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, sagt man ja so schön. Und unser Ding fährt immer noch durch die Gegend. Also wirklich aufhalten tun die Gegner das nicht. Ich habe schon gedacht, eben, die gingen relativ schnell ja vorbei, die... Bam, die Runde davor. Boba Fett kommt jetzt irgendwo. Ich habe schon gedacht, davor die Runde, woran lag denn das? Der steht da auch nur irgendwie rum. Keine Ahnung, ob der mich gesehen hat, mich auch gerade angezoomt hatte. Was? Da unten ist Boba. Drücken wir den mal mit dem Explosive Shot hier ordentlich Damage rein, würde ich sagen. Ja, ich wollte noch wegspringen, habe ich nicht geschafft, aber richtig viel Schaden auf jeden Fall gemacht. Explosive Shot muss man auch mal sehen. Ich weiß jetzt nicht, mit wie viel ich gestartet habe. Hab jetzt noch 60 Aufladungen. Ach, wie konnte ich den Schuss versemmeln? Das war ja gar nichts. Das ist das Ende von
Blamed mich, blamed mich. Boba Fett ist schon tot. Unser Teil bewegt sich halt immer noch. Und sehr viel besser kann es kaum laufen. Naja, da wurde ich von der Seite getötet. Na super. Den oben hätte ich, glaube ich, ziemlich sicher geschafft, den zu töten. Aber okay. Hey. Huch. Der hat wohl ein paar Ping-Issues hier. Leckt ein bisschen durch die Gegend, der Herr. Oder die Dame. So, springen wir mal nach vorne wieder. Und gucken, dass wir hier noch ein paar Kills kriegen können. Ja, der hat die Shotgun. Kam ich nicht mehr weg. Wollte ich wieder zu viel, tatsächlich. Wollte ich zu viel. Und jetzt muss ich hier erstmal irgendwo... Wo bin ich denn hier wieder gespawnt, Mensch? Okay, bin ich. Aber wieder hier den Sprung nutzen, um hier ein bisschen nach vorne zu kommen. Wie es aussieht, sind wir in der Unterzahl. Der war schon fast tot, also. Wirklich gelohnt hat sich das nicht. Weg, 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 weg. Lass mich hier weg. Na, ja, da ist eine Kiste davor. Ach du Scheiße, Mensch. Zack, ich kann auch rollen, mein Freund. Wow, der Schuss. Respekt, mein Freund. Wie heißt du? Oh, ich hab's jetzt nicht mehr gesehen irgendwo. Ah, der war echt gut. Der tötet mich auch häufig, habe ich den Eindruck. Das ist zumindest immer der gleiche, der mit dem DH-17 Blaster und dem Shadow Trooper. Kann natürlich auch sein, dass es mehrere von denen mit den Setup spielen. Hm, da ist jetzt das Dings davor. Ja, da sitzt noch einer. Wieso sitzen die denn alle hinter diesem Container? Ah, wir sind kurz vor dem Punkt auf jeden Fall. Kurz hier vor dem letzten Kontrollpunkt. Aber ich weiß gar nicht, ob wir noch einen Helden haben. Das gefällt mir nämlich gar nicht. Jetzt haben wir den Kontrollpunkt auch erreicht. Aber ich glaube, wir haben keinen Helden mehr. Das ist gar nicht cool. Hinter mir war schon wieder einer. Da wundere ich mich, wie kommt der da überhaupt hin? Okay. Wundert sich. Ich sehe auch auf der Minimap immer wieder mal welche, die hier rechts flankieren, links flankieren oder so. Wundere ich mich doch auch immer. Ja, den haben wir. Und hier ist auch echt viel von so Rauch und sowas. Dass man hier recht wenig sehen kann. Der Imperator. Der Imperator. Der Imperator mischt hier also mit gerade irgendwo. Und ich bin hier gerade echt am Up-Aimen. Aber warum aktiviert er denn das doofe Ding jetzt gerade? Nur da oben oder so. Ich sehe keinen Gegner wirklich. Spiel wieder sehr, sehr defensiv, gebe ich gerne zu. Oh, ich glaube, da war der Imperator, ne? Ja. Na, ich habe ihn, glaube ich, nur ein, zwei Mal getroffen. Nicht wirklich viel Schaden bekommen diesmal. Ja, und jetzt ist das Schild hier weg. Was? Das hat nicht getroffen? Ja, mal blind reinballern hier. Da war noch einer, den ich gehittet habe, auf jeden Fall. Ah, da ist er gerade weggelaufen. Schade, schade. Komm ich hier hoch? Ich glaube, ja. Hier, die Textur von dem einen Stein sah eben nicht so nice aus. War hat sich jetzt wohl geladen, die Textur. Oh, ich mag meine Position. Wenn da einer hinlaufen möchte und das Ding deaktivieren, kann ich dem auf jeden Fall gut drücken. Zumindest im Moment noch. Gleich ist es um die Ecke. Na, jetzt falle ich. Na, shit. Warum ist denn der nicht ein Stückchen früher gekommen? Eine kurze Zeit vorher. Sag mal, wo schießt der mich denn ab von wo? Das ist ja hier echt nervig. Ich bin gerade gespawnt, Alter. Immer diese Shadow Trooper hier. Na, weg mit dir. Ja, da waren zu viele. Da waren echt zu viele. Da haben sie auf jeden Fall ziemlich viele Power-Ups hingespammt. Da ist ein Suchtroide, da ist ein Geschütz, da ist alles. Und ich werde hier sicherlich nicht nochmal meinen Berserker... Merkmal kriegen können. So, versuchen wir hier oben drauf zu landen. Hat wieder mal super geklappt, muss ich zugeben. Was erfasst mich denn gerade schon? Ja, das ist kritischer Kill-Assist. Ja, da bräuchte man jetzt mal eine Granate am besten. Muss ich zugeben. Da springen wir mal hier hoch, um diesen Geschützmann auszuschalten.
Kollegen nerven hier echt. So, ich gehe jetzt mal voll retard. Ja, weg mit dir. Na, der läuft, der feige Hund. So ein Feigling, Mann. Das gibt's ja gar nicht. Haben meine Leute den Transport währenddessen aktivieren können? Ich hoffe. Verteidigen, ja. Haben sie geschafft. Das ist schon mal gut. Dann holen wir uns das Ding mal kurz on the fly. Wie man so schön sagt. Ist der runtergefallen gerade? Der Suchtroide? Ich glaube. Sah mir so aus. Suchtroiden sind schon das Stärkste. Das ist bei uns als Äquivalent. Gibt es da den Droiden, so einen kleinen Droiden. Ach, die halten hier auch echt gut die ganzen Ein- und Ausgänge. Da sieht man leider gar nichts. Der wird hundertprozentig hier irgendwo auf mich campen. In der Luft getroffen. Assist bekommen. Das ist schon mal nice. Ja, da waren wieder viel zu viele überall. Von allen Seiten, aber ich bringe uns unserem Team immerhin so ein bisschen Raum hier nach vorne. Warten wir kurz ab. Na, man rutscht hier immer so ein Stück nach hinten. Das war ein Double Kill? Tatsächlich. Der Double Kill mit dem Sniper. Naja, jetzt kommt eine Dioxys Grenade rein. Die ist natürlich hier in dem Modus gar nicht mal so scheiße, muss man sagen. Na, vielleicht kriege ich ja doch noch den Triple Ding hier. Ganz knapp überlebt. Jetzt noch ein Kill oder so und dann dürfte es auch... Was ist denn hier eigentlich? Warum ist hier so eine... Na komm, krieg den Kill, krieg den Kill. Ich krieg gar nichts. Ein kritischer Assist wieder. Es dürfte nicht mehr viele Kills auf jeden Fall sein, bis ich den dritten Rang erlangt habe. Und ich häng fest. Ich häng da echt an der Wand fest. Ach, scheiße, Mensch. Dumm gelaufen, aber diese Shadow Trooper finde ich auch echt ein bisschen scheiße. Irgendwie, die laufen viel zu viel, laufen damit rum. Deswegen mag ich den selbst auch nicht so gerne. Und der gibt einem natürlich einen immensen Vorteil, weil man den wirklich, wirklich, wirklich schlecht sehen kann. Und ich weiß gar nicht, was das hier immer sind. Ach, das ist Rauchgranaten, kann das sein? Also für einen Nahkampf ist das Ding natürlich auch ungeeignet. Das hat auf jeden Fall reingehauen, wenn das von uns kam. Ah, da kam eine Granate auf mich. Oder auf uns. Aber sieht gut aus bisher. Sehr schön, sehr schön. Da ist ein Power-Up, das besorge ich mir noch schnell. Und habe eine Rakete hier. Das kann man doch auch gleich benutzen. Aber mal raus hier und... Nebenhauen, das war richtig schlecht. Also ich weiß nicht, ob ich schon mal Schlechteres gesehen habe, als den Move, den ich da gerade gebracht habe. Aber naja, doch habe ich natürlich. Schade, fast getroffen. Aber ab nach vorne, ab nach vorne. Wir sind fast beim Punkt. Das dürfte eigentlich wieder ein Win sein, wenn es nicht schlecht läuft. Der Transport wurde leider gerade gestoppt. Ach, da hat mich die Tusse aber auch geblockt gerade. Hier war doch irgendwo ein Power-Up. Ach, da oben liegt das. Kann man da hier so einen Schleichweg außen rum machen? Geht das? Na. Tatsache. Na, dich hau ich weg. Na, immerhin wieder einen aufgehalten hier. Ein paar Leute abgelenkt in der Zeit. Schade, leider hat keiner was aktivieren können, das Ding. Eine Minute 14 noch. Eine Minute 40 noch. Das ist eigentlich noch eine relativ hohe Zeit. Nicht getroffen. So, das Ding fährt wieder. Gleich mal hinspringen, nicht, dass das irgendeiner deaktiviert, sage ich. Und dann haben sie schon. Na, scheiße. War ich zu langsam, muss man zugeben. Hätte ich besser spielen können. Ich war zu geil auf den einen Kill, der da war. Jetzt sterbe ich am Ende doch schon sehr, sehr häufig, muss man auch sagen. Wie viele Kills habe ich denn? 25, 14 haben wir. Dieses Geschützding hier wieder. Das ist ganz geil, wenn man mit dem Jetpack auf jeden Fall springt. Für den Moment. Hup! Und ich hänge hier fest. Ja. Ah. Kann man das auch hauen? Tatsächlich.
Aber macht nicht allzu viel Schaden. 40 Sekunden noch. Da nehmen wir den Schuss auf. Das war nice, oder? Sah cool aus auf jeden Fall. Der eine deaktiviert es leider gerade wieder. Den wollte ich eigentlich erst abschießen, aber hab's dann nicht geschafft. Na. Also die hat echt Ping-Probleme hier. 30 Sekunden und jetzt muss man sagen, jetzt wird es langsam doch schon sehr, 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 sehr knapp. Den haben wir weggeklatscht. Na, ja, der setzt sein Dings auch ein, seinen Explosive Shot. 20 Sekunden, unglaublich knapp vor dem Ding und es wird leider nicht gewinnbar sein mehr, glaube ich. Müsste jetzt in den nächsten paar Sekunden, ich kann nicht mehr beeinflussen. Oh, jetzt bewegt sich's nochmal. Jetzt hier einfach hin und einfach predikten, dass er bis zu dem Ding kommt. Ich hoffe mal, dass... Ach, so knapp. Schade, schade. Man sieht's oben, die Leiste ist fast gefüllt. Aber gut, leider verloren. Trotzdem geiles Spiel irgendwo. 29-17 habe ich als Stats. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.